Gut, so viel dann schon mal zum Tutorial. Ja, warum ich dieses Spiel jetzt im Endeffekt gewählt habe. Zum einen, weil ich mir dachte, es würde jetzt ganz gut reinpassen. Zum anderen, es ist auch recht interessant, weil es so ein, sagen wir mal, Mirror's Edge meets Assassin's Creed ist. Bruder, am Leben? Gruppe Gollums. Tränen und Lächeln. Schwester? Fly? Wie wär's mit Freund? Ich bin keiner von euch, hä? Deswegen... Yay, wie? Oh, okay. Okay. Ich will dich nicht bekämpfen. Danke für die Info. Du musst, Nellen, die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions. Okay. Okay, also es gibt so ein eigenes Combo-Kampfsystem, wo ich sage, ich baue mir die Combo selbst aus diesen kleinen Bausteinen, die ich habe. Und dann können wir die eben so reinsetzen. So, du bitte hier rein. Jetzt haben wir eine Dreier-Combo. Und... Na, mal sehen, wie wir die funktionieren kriegen. Nehmen wir einfach Linksklick, oder? Ja. Okay. Au, das tat weh. Moment. Haben wir jetzt deren Bewusstsein aufgesaugt? Leaper, elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die erroristische Sache. Wer ist da? Okay, also, der hat sich wohl nicht so darüber gefreut, dass wir gerade seine Kollegen fertig gemacht haben, aber dafür hat er uns den Weg frei gemacht. Also, danke, schätze ich mal. So. Okay, eine Medi-Station. So, und ich habe hier fast das Gefühl... Okay, du musst hier raus. Geh und finde Kopfweh, Tommy. Ich sag ihm, du bist wieder dabei. Wer? Er hat eine Bar am Ende von Slum 404. Krabbel hier raus. Ich gebe dir dann Hinweise, falls nötig. Kopfweh, Tommy, ne? Das ist mein Name. Ja, ich würde sagen...
Wir probieren einfach mal ein bisschen rum. Wie gesagt, es ist so ein bisschen Mirror's Edge meets Assassin's Creed. Also so irgendwie Parcours und Kämpfen, wie man es irgendwie mehr oder weniger gewohnt ist. So. Okay. So, kommen wir runter. Gut. Also gerade haben wir noch sozusagen irgendwie, glaube ich, die Hilfe dabei. Außer wir haben die immer. Wo wir, wie gesagt, wirklich Assassin's Creed-like rumspringen und rumklettern können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dieselbe Engine ist. Ich habe das Spiel zuletzt mal angesehen vor 2,5, 3 Jahren so. Edge, wer ist dieser Tommy? Tommy war dein bester Freund. Er war Gedächtnisjäger und blieb unserer Sache treu. Seine Bar ist in einem Frachtraum über den Kanalschleusen in Slum 404. Das Leaking Brain, nicht zu verfehlen. So, aber ich glaube, für euch auf YouTube muss ich da doch irgendwie mal den Gamma-Wert ein klein wenig ändern. Und zwar klein wenig im Sinne von, jetzt könnt ihr auch was sehen, hoffentlich. Das ist ja doch schon sehr dunkel. Ich meine, okay, wir sind in den Slums, aber es wäre jetzt auch blöd, wenn ich euch die ganze Zeit nur Schwarzbild biete. Weil bei Schwarzbild helfen auch keine 60 FPS. So. Das Fleisch stinkt. Ach so. Also ich sehe das eher anders, aber hey. Ich meine, ich bin im Sarg von einer scheinbar vorigen Leiche oder eines, weiß nicht, was soll ich da sagen? Restmenschen? Mutanten? Geklärt hat, also von dem her könnte ich schon ein bisschen stinken, aber nee. Ganztägig warme Küche im Leaking Brain. Tageskarte. Knusprige Garnelen à la Tommy. Abwasser-Shrimps in Schlammsoße. Yay. Ja, wie man sieht, die Stadt wurde ein bisschen digitalisiert, also vor allem mit den Drohnen hier und da. Gleichzeitig aber da auch noch die Slums, die sich darunter gebildet haben, einfach weil. Und ja, jede Stadt entwickelt früher oder später irgendwo Slums. Es gibt keine Stadt ohne Slums. Weil, nun ja, sagen wir mal so. Städte ziehen Menschen an und nicht jeder Mensch kann es sich leben, in der Stadt zu wohnen. Also, ja. Ja, wenigstens haben die was zu essen. Das ist ja auch schon mal was. So. Da! Nicht dort! Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Gedanken von vorhin fertig geführt habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht Assassin's Creed Engine hätte oder so. Ich meine, es ist Capcom und nicht Ubisoft, aber wer weiß. Das habe ich mich nicht wirklich informiert vorher. So, ein Errorist hat eine, ja, ein, weiß nicht, ich muss das wirklich auf Deutsch umstellen, ein Gedächtnisfetzen oder hat einfach ein Zurückbleibsel von einem versteckten Kistchen dagelassen und das können wir anhand dieses Bildes finden. So, das heißt, wenn wir jetzt sagen, hier haben wir dieses Geländer, dann müsste das ja einfach irgendwo da oben sein. Wir sind davon, dass hier unten sowieso nichts sein kann. Wo sind die denn alle? Hier so, oben muss jemand sein. Hier ist es. Und mit diesen kleinen Päckchen bekommen wir Leben dazu. Ob wir die brauchen oder nicht, das kann ich noch nicht sagen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. So, nein, Mädchen, falsche, du sollst. Egal. Gehen wir eben nochmal hoch. Gerade springen, sehr schön.
So. Und jetzt bitte nochmal gerade springen. Danke sehr. So. Hier hoch. Und rüber. Okay. Danke sehr. Und wahrscheinlich fallen lassen. Hey. Zurück zum Spielen. Ich mach dich. Okay. Regeneration. Okay. Also jetzt haben wir eine Fünfer-Kombo bekommen. Und die Fünfer-Kombo können wir zum Heilen nutzen. Allerdings können wir dann den Slot davor scheinbar nicht besetzen. Soll ich die jetzt einfach nur so nehmen? Ich dachte, ich sollte dann noch was reinsetzen in die Kombo, aber gut, dann eben ja, one of my combo. Ja, ich weiß doch. Mein Gott, ich weiß doch. So, jetzt aber. Das heißt, wir haben da eine 5er-Kombo. Können aber eigentlich nur eine 3er-Kombo draus machen. Das heißt, ich werde jetzt auf die Schnelle mal... Wie mache ich das? So nicht. Zurück. Oh, entfernen. Danke sehr. Das heißt, jetzt kann ich den noch hier einsetzen und den letzten kann ich leider nicht einsetzen. Naja. Sollte trotzdem funktionieren. Okay, wie setze ich die zweite Kombo ein, bitte? Wenn ich das fragen darf. Moment. Okay, sagen wir mal, wir packen dieses hier wieder oben rein. Können wir da jetzt einfach nur die als Dreier-Kombo nehmen? So, okay. The timing, extra damage. Okay. Also es ist eine unterschiedliche Taste, ich drücke, sehe ich das richtig? Ich weiß jetzt nicht, warum wir uns dadurch heilen, aber hey. So, wir wären erstmal voll. Also, das Kampfsystem, würde ich mal sagen, ist halbwegs ausgeklügelt. Ich meine, das ist irgendwie scheinbar ein bisschen Easy-Mode. Zumindest jetzt noch. Ich kann mir vorstellen, dass das mit, weiß ich nicht, 5er, 7er-Kombos und so weiter noch etwas schwieriger wird. Aber vorerst, vor allem gegen die einfachen Gegner, würde ich nicht behaupten, dass das eine Herausforderung darstellt. So, okay. Wo müssen wir denn lang?